Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Liebende, mein Name ist Oswegoff, ich bin der Mediurs. Heute geht's um Erste Hilfe und heute ist, wenn wir so wollen, der erste Teil einer kleinen Reihe. Die Urlaubssaison geht los und der ein oder andere ist eventuell sogar schon im Urlaub. Die Nordrhein-Westfalen haben Ferien. Deswegen kommen wir heute mal zu einer Videoreihe, wo es um Erste Hilfe im Außentürbereich geht und um so bestimmte Dinge, die ihr im Vorfeld beachten solltet. Das, was ich euch erkläre in diesen Videos, sind Dinge, die mir geholfen haben. Und das, was mir geholfen hat, kann eventuell auch dir helfen. Bei deiner Reise, bei deiner Reiseplanung. Relativ egal, ob alleine oder irgendwie in einer größeren Gruppe. Auf jeden Fall, wir gucken uns mal an, was es war, was es ist, was es sein wird. Im heutigen Teil geht es tatsächlich um die Vorbereitung und wir legen einfach mal los. Intro, Erklärbär, Hü. Showtime, folks. Wahoo! Bevor ihr also jetzt großartig auf die Reise geht, solltet ihr euch ein paar Gedanken machen, wo die Reise hingeht, was so eure verschiedenen Gefahren sind, die euch passieren kann. In der Wichtigtuerei hätte ich bald gesagt, in der Professionalien von uns nennt man das Ganze auch, man spielt unser Lied. In der professionellen Schiene nennt man das Ganze auch Risiko- und Gefahrenanalyse. Es hat ganz einfach damit zu tun, dass ihr euch einen Kopf macht, was euch tatsächlich in der Gegend, wo ihr hin wollt, passieren kann. Unrealistisches Beispiel, dass wir in den Alpen wahrscheinlich eher weniger den Fall haben werden vom Haiangriff. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, oder? Was euch da aber zum Beispiel, wenn wir mal beim Beispiel Alpen bleiben, durchaus passieren kann, ist stolpern, stürzen, umknicken, sowas in der Art. Das ist jetzt nichts wirklich Dramatisches, aber ihr solltet euch auch einen Kopf drüber machen. Wie sind meine Erste-Hilfe-Kenntnisse genau zu diesem Thema? Kriege ich das mit Bordmitteln in allererster Linie erstmal selber geregelt? Wie sieht es aus mit meinen Kenntnissen in Richtung Verbände? Kriege ich tatsächlich einen Stützverband hin? Habe ich das richtige Material dafür? Und so in der Art und Weise hangelt ihr euch durch eure ganz persönliche Risikoanalyse durch. Die Profis, also professionelle Tourguides, Gruppenleiter und so weiter und so fort, sind angehalten, dass sie so eine Risiko- und Gefahrenanalyse vor größeren Touren so oder so machen. Und da ist der ganz große Haken an der Sache, dass wenn die es nicht machen und es kommt zum schweren Unfall, wird die fachliche Luft eng. Informiert euch über die geplante Route und informiert auch andere darüber, wenn ihr zum Beispiel so von Hütte zu Hütte wandert, wann ihr ungefähr da eintrefft. Und verabredet bitte auch, dass wenn ihr ab einem Zeitpunkt X nicht da seid, dass die tatsächlich die Hilfe losschicken, dass die Kavallerie losschicken. Denn keine Hilfe, keine Rettung, keine Arme, keine Kekse. Kennt ihr. Ein weiterer Fall oder ein weiterer Punkt in der Notfallplanung: habt euer Smartphone, und die meisten von euch haben ein Smartphone, habt ein Smartphone dabei und habt auch eine Powerbank mit dabei. Zur Powerbank gehört logischerweise auch ein Ladekabel, dass ihr tatsächlich, selbst wenn der Akku von eurem von eurer elektronischen Unterhaltungselektronik, na, dass ihr immer noch in der Lage seid, einen Notruf abzusetzen, die Kavallerie zu rufen. Selbst wenn ihr kein Handynetz habt, aber zum Beispiel mit dem Ding navigiert, mit dem Smartphone, habt ihr den Vorteil, dass ihr immer noch rausfinden könnt, wo auf diesem Planeten ihr seid. Das heißt, ihr seid auch in der Lage, tatsächlich Koordinaten notfalls an Rettungskräfte durchzugeben, sobald ihr tatsächlich wieder ein Signal habt. Es gibt zum Thema Notruf absetzen auch zum Beispiel GPS-Tracker. Eins meiner Lieblingsgeräte ist zum Beispiel das Garmin inReach. Ja, das kostet Geld, hat aber den Vorteil, dass wir entweder vor
programmierte Nachrichten an feste Kontakte tatsächlich schicken können, in einer gewissen Regelmäßigkeit. Wir haben da aber auch eine sogenannte Notfallfunktion, das heißt, wir rücken auf einen großen oder auf einen relativ großen roten Knopf und dann segelt irgendwann irgendwo die Kavallerie los und pflückt uns aus dem Gemüse. Der Haken an der Sache, dazu muss man bei dem Ding die Versicherung abgeschlossen haben. Keine Versicherung abgeschlossen, dann läuft euer Notrufsignal ins Nirvana. Das läuft nirgendwo auf. Habt ihr diese Versicherung abgeschlossen und die ist jetzt wirklich kein Beinbruch, je nachdem, was man auch irgendwie vorhat und je nachdem, wohin man denn so nach weit, weit weg will. Da läuft dieses Signal in einem Notruf-Callcenter in Texas auf. Und der Witz ist, die haben weltweite Kooperationspartner, sowohl mit Rettungskräften als auch mit anderen lokalen Behörden, Organisationen mit Sicherheitsauftrag. Diese Versicherung, die er da abschließt, beinhaltet oder deckt Rettungskosten von 100.000 US-Dollar ab. Das hört sich erstmal wahnsinnig viel an, aber wenn ihr nach wirklich weit, weit weg wollt und dann zum Beispiel der Einsatz von Hubschraubern oder Ähnlichem nötig wird, dann sind diese 100.000 US-Dollar sehr, sehr schnell abgeraucht, denn das sind Suchaktionen, die richtig Schotter kosten. Denn nur aus purer Liebe zum Menschen fliegen die nicht. Und die fliegen auch nicht mit Salatöl. So, Kenners, was gehört zu so einer Notfallplanung noch in Anlehnung an eure Risikoanalyse? Gehört dann Erstellung vom Erste-Hilfe-Kit. Nach Möglichkeit ein Kit, was jeder in eurer Gruppe dabei hat. Oder wenn ihr mit Gruppen unterwegs seid, wie gesagt, jeder ein kleines, ein sogenanntes individuelles für sich selbst und ein Gruppenkit. Die unterscheiden sich. Aber da, meine Damen und Herren, komme ich im anderen Video drauf. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woo-hoo!